Ja, wie? Hm? Na, sag mal, was soll denn das jetzt wieder? Hab ich schon jemals etwas ohne Grund gemacht? Hä? Oh, frag was, wo wir nicht nach meiner Antwort gleich wieder krachen. Krach? Wieso denn Krach? Weil ich auf diese deine Frage wahrscheinlich eine Antwort geben täte, wo wir dann Streit hätten. Aber warum denn, Kalle? Warum? Weil du von 10 Sachen, die du machst oder denkst, sind mindestens 9 so blöd, dass höchstens eine einen Sinn ergeben könnte. Also jetzt hör mal auf, also das ist doch allerhand, Kalle. Also ich muss schon sagen, jetzt machst du mir nachher. Guck mich doch immer richtig an, Kalle. Hm. Na, und was, was schließt du aus dieser Erscheinung? Da schließe ich gar nichts. Ich sehe einen Deppen mit einem völlig idiotischen Fußballmix-Hemd. Einen mit einem Ranzen, auf dem die ganze europäische Fußballwelt Platz hat. Also bis auf Deppen und Ranze ist deine Beobachtung durchaus korrekt. Na bitte. Fußball weckt Gefühle und verbindet. Verbindet? Verbindet. Richtig, richtig, freilich. Der Stefan vom Roten Kreuz, der verbindet nach jedem Spiel mindestens 20 von den Emotionalisierten. Kalle, das kann in der Verbandsliga schon mal passieren, aber bei in der Bundesliga oder bei internationalen Spielen, da sind doch die Fans ganz anders drauf. Aha. Und wieso muss da die Polizei dann immer in Armeestärke einrücken? Ja, damit sich die Trottel nicht gegenseitig totschlagen. Ja, das kommt daher, weil keiner von denen Fans so ein Hemd hat wie ich, nicht? Ich bin nämlich platterdings ein Fan des Fußballs und nicht nur eines Fußballvereins. Mhm. Meine Liebe zum Fußball passt auf keine Fahne, hat der Gustav letzten Samstag im Stadion geschrien. Und zack, hat er mal einer von hinten der Stecker von seiner Vereinsfahne über Sonnen gehauen. Woher weißt du das jetzt? Warst du auch im Stadion? Nein, aber ist doch logisch. Für mich nicht. Ich teile die Meinung von Gustav, weil in dem Lied heißt's ja auch Fußball, du alleine, du allein sollst meine Freude sein und nicht Fußballverein, du allein sollst mein Verein steht sein, du ganz allein. Furchtbar, komm, dann gibt's Zeit, jetzt halt wieder kein Mensch aus. Ich gang und mach meine Aussage. So weißt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, heute haben wir zu Gast bei uns einen Künstler, der zum ersten Mal hier in der Meulesmühle auftritt, nämlich Matthias Jung. Und dann eine altbekannte und immer wieder gern gesehene Künstlerin, nämlich Anna Piekota. Und dann wie immer hier an dieser Stelle Herrn Stumpfes, Zieh- und Zupfkapelle. Fußball, du allein, du allein, sollst meine Freunde sein. Auf dieser Fußballzeug, der schafft 3x. Also Karl, mit ein bisschen Fantasie könnte man sich da vorstellen, dass Fußball die Menschen nicht trennt, sondern die Menschen zusammenbringt. Jetzt pass auf. Jetzt verbindest du den Matthias Jung mit unserem Publikum. Und das machst du, Hände, indem du mit dieser Kurbel den Vorhang aufmachst. Wie blöd muss man im Kopfe sein, wenn man sich schlägt die Birne ein, wegen dem Spiel mit einem Ball. Oder ist es doch der Fall, dass die da haben einen Knall? Hier spielt man mit dem Wort verbal. Matthias rockt nun diesen Saal. Vorhang auf für Matthias Jung. Ja, ich heiße Matthias Jung und ich beschäftige mich in meinem Programm mit Jugendlichen und ich habe schnell gemerkt, ich verstehe die nicht. Also es kann auch sein, dass ich vom Land komme. Es kamen letztens 2 Jugendliche in der Stadt so auf mich zu und die hatten so ein Mittelalterslang drauf, weil einer sagte zu mir, ey du Knecht. Und da habe ich mal meine alte Mittelaltermarkterfahrung ausgepackt und habe gesagt, haltet ein, Fremder. Nur frisch heraus damit, mich deucht euch gelüstetes etwas nach Geselligkeit.
Dann sagt der eine zum anderen, Alter, komm, wir gehen, der Holländer verarscht uns. Nee, diese moderne Sprache. Oder letztens war bei uns Kindergartenfest im Ort. Und da kam auch so ein Jugendlicher und meinte so, ja, ich hätte gerne Kugel Eis, laktosefrei, low carb and low fat. Habe ich gesagt, kein Problem, und habe ihm einen Eiswürfel gegeben. Low carb. Ja, die Sprache verstehe ich nicht so. Die Jugendlichen an sich, die haben auch so Namen, die ich nicht verstehe. Ne? Da muss man ein bisschen ausholen. Ne? Es gibt ja zwei Gründe, warum man Lehrer wird. Juli und August. Und es gibt zwei Gründe, warum man kein Lehrer wird. Kevin und Chantal. Ne? Und ja, und das ist halt so. Bei uns im Ort heißt auch keiner mehr Karl-Heinz oder Horst oder Willi oder Günther. Nee, meine Mutter hörte ich mal wortwörtlich brüllen, Schröm, komm her, Schröm. Das Kind heißt Jerome. Schröm. Wenn Bayern München spielt, sagt meine Mutter, wo ist denn der Schröm Boateng? Oh, ist der verletzt? Oder Nachbarstochter den schönen Namen Graziella. Ist meine Mutter zu deren Mutter hin und fragte, wo ist ein Godzilla? Nee, und die Jugendlichen haben es ja auch nicht so einfach. Ne? Also gerade wenn es in die Schule geht und ich war froh, wenn es mal auf Klassenfahrt ging. Ging es mal, 9. Klasse, nach Rottweil. Das vergisst man nicht, nee, das war. Aber auch da hatten wir einen dabei, der hat ständig mit seiner Mutter telefoniert. Die ganze Zeit, Mutti, jetzt komm vorbei, jetzt hol mich ab. Ich halte das hier nicht mehr aus. Aber die Mutter, die ist sehr standhaft geblieben. Die sagte, du bleibst, du bist der Klassenlehrer. Und dann musste der bleiben. Nee, die Schulzeit, das ist ja vor allem, wenn man so jugendlich ist oder so 15, 16, so 8. Klasse, da hatte ich echt einen Hänger, das war echt knapp, weil man hat so andere Sachen im Kopf. Ja, ich komme vom Land, wir haben lieber mit den Kumpels einen getrunken. Ich habe letztens noch einen alten Geschichtstest von mir gefunden, da war die Frage, wer war an der Schlacht am Teutoburger Wald beteiligt? Da habe ich geschrieben, 2 Jägermeister. Nee, die werden auch immer schlauer, die Jugendlichen, ne, oder die Kinder. Ich habe jetzt gelesen, dass Kinder immer früher anfangen, so Sprachen zu lernen. Und ich war jetzt in Stuttgart, in so ein bisschen reicheren Viertel. Da waren so 2-, 3- bis 4-Jährige, die sind mit dem Bobbycar aufeinander, so crash. Und da sagt das eine Kind zum anderen, ey, du Blödmann. Und die Mutter sagte, in English, please. Und da sagt das andere Kind, shut up, bitch. Und die Mutter sagte, schau, was er schon kann. Unfassbar, oder? Nee. Und die Eltern und die machen Druck und die Institutionen sind erstmal verwirrt. So ein Kindergarten, was war der hart zu mir? Da war ich in der Bärchengruppe. Und da ist eines Winters die Heizung ausgefallen, da hat der Kindergarten direkt reagiert. Und da war ich in der Eisbärchengruppe. Ne? Aber das hat auch nicht geschadet. Ne? Heute sichern die sich so ein bisschen. Eine Freundin von mir ist Erzieherin, die hat was erzählt, das glaubt kein Mensch. Da gab es wohl Buchstabensuppe. Und die Sophie, die Lispelt. Und da haben die das S aus der Suppe wieder rausgefischt. Begründung war, was Sophie nicht aussprechen kann, soll nicht in die Suppe. Dann kam der ostdeutsche Erzieher rein und sagte, ich bin der Ronny aus Gera, sagten die Kids, jetzt müssen alle Buchstaben raus. Seitdem hat er den Spitznamen Klare Brühe. Nee, der wird sich abgesichert. Ne? Eine andere Freundin von mir, die ist Biologielehrerin, die sagt so, Thema Aufklärung, brisantes Thema. Sagt sie, Matthias, da sichere ich mich ab. Die hat am Elternabend hat die einen Holzpenis durch die reingeben lassen. Das hat die gemacht. Eine Mutter hat es komplett falsch verstanden. Die sagt am Ende, ich würde 3 nehmen. Und dazu sagte sie noch den schönen Satz, ist das Holz aus der Region? Ja, biologisch abbaubar offensichtlich. Nee, die Eltern geben. Ja, meine Mutter ist auch so. Ne? Meine Mutter ist auch so eine, ja, so eine Glucke, glaube ich, sagt man so dazu. Ne? Mein Kinderzimmer sieht heute noch genauso aus. Ich sage, Mutter, mach doch mal irgendwas rein. Die sagt, ach, Bub, lass doch. Ist doch egal, bist ja ab und zu da. Ich sag, oh. Da war ich auch ein paar Tage da und habe ein bisschen gekränkelt.
Und da wollte mir meine Mutter mal wieder eine gute Nachtgeschichte vorlegen. Ich sage, Mutter, das kann man doch keinem erzählen. Irgendwann ist doch mal gut, irgendwann ist doch auch mal Schluss. Da war ich total sauer, musste ich zurück in mein Bett. Nee, die Mutter ist so. Ne? Ich bin jetzt draußen, mein Bruder ist auch draußen jetzt aus dem Ort. Mein Bruder ist sehr, sehr gediegen, so ein bisschen, fast so ein bisschen, ja, bei Jugendlichen sagt man gerne so ein bisschen auch angepasst. Bruder ist 25 und trotzdem führt er schon ein sehr, also Beispiel, letzten Sonntag habe ich so gemeint, und was macht ihr so? Und er sagte, oh ja, gleich kommen ein paar Kumpels, da backen wir Muffins und abends gucken wir vielleicht einen Tatort. So, wow. Muffins ohne Hasch? Ja, ja, klar, ohne Hasch. Abends habe ich den da wieder gesehen, so blutunterlaufende Augen, total rot. Und ich so, und habt ihr doch gekifft? Sagt er, nee, Rosamunde Pilcher war so traurig. So ist der Bruder, ne? Aber die Eltern vermissen uns natürlich, vermissen auch den Bruder gerade, aber sie machen es schon gut, die Eltern. Die kommen zurecht, die sind ja eigentlich schon ein Herz und eine Seele. So. Meine Mutter hat sogar letztens meinem Vater ein Lied im Radio gewünscht. Sie sagte, ja, mein Vater ist, also der Vater ist schon wieder viel zu lang mit seinen Kumpels beim Stammtisch. Ich wünsche mir von Xavier Naidoo, dieser Weg wird kein leichter sein. Und danach von Helene Fischer, atemlos durch die Nacht. Vater hat es wieder gut gemacht, waren sie im Kino und dann ging gerne ins Kino. Meine Eltern gehen wirklich gerne ins Kino. Und das kann man gar nicht anders sagen. Ja, so Mainzer Kino, so das nächste bei uns, da gibt es sogar Kuschelsitze. Das heißt, die Lehne fällt weg, kann man kuscheln. Meine Eltern hatten Kuschelsitze. Ich konnte es kaum glauben. Meine Eltern Kuschelsitze. Gut, Mutterreihe 4, Vaterreihe 8. Aber immerhin. Nee, also besucht sie gerne mal, wenn ihr, wir kommen ja auch vom Dorf, so bei, nee, bei Bad Kreuznach ist das, Hüffelsheim heißt es, besucht es doch gerne mal. Und ja, wenn ihr besucht, dann werdet ihr feststellen, das kann ich, glaube ich, ohne arrogant zu sein sagen, in Hüffelsheim bin ich mittlerweile, ja, mit Abstand der Bekannteste. Also bei unserer diesjährigen Hüffelsheimer Kirmes gab es sogar einen Matthias-Jung-Ähnlichkeitswettbewerb. Ich bin Dritter geworden. Ja, du lachst, gewonnen hat meine Mutter. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Dankeschön. So. Matthias, hast du bevorzugter Fußballverein oder bist du auch der Meinung, dass also Fußball alleine schon verbinden könnte, ganz Europa verbinden könnte? Das stimmt, ja. Fußballverein, das kann man jetzt, ganz ehrlich, ich bin Werder Bremen-Fan. Und das ist sehr, sehr bitter. Das stimmt, ja. Das ist, das konnte man mal mit Stolz sagen, aber jetzt ist es eher schwierig. Das war doch damals mit der Rehhagel noch, gell? Genau, noch mit der Portas-Werbung, das war noch herrlich. Ne? Ja, das, ja, genau. Der Renovierer das, Nummer 1, ne? Oder ja. So hieß das doch. Ja, so genau. Ja, das stimmt. Der ja. Hat später den Namen gewechselt in Rehaglis, gell? Ja, genau. Dann in Athenbesser. Aber hast du mal mit Fans schon, gehst du auf den Fußballplatz, also mit Fans schon Auseinandersetzungen gehabt, oder? Nö, ich bin ja so eher so ein Schüchterner. Also ich war... Zum Beispiel, ich war das einzige Kind, das ein Mofa mit Stützrädern hatte. Und deshalb bin ich eher so, nicht so. Da müssten wir uns eigentlich kennen. Ja. Hey, das ich stimmt. Muss euch unterbrechen, weil jetzt sind unsere Stumpfes da. So. Übrigens auch sehr große Fußballfans. Sie singen uns das schöne Lied, wir haben eine Fahne. 2, 3. Der Himmel, himmelblau, ob es regnet oder schneit, das ist uns total egal, wir sind allzeit kampfbereit. Fair, aber gefährlich, wird der Ball von uns gejagt, so wird für uns und unsere Freunde jeder Werktag zum Feiertag.
denn wir haben eine Fahne in den Farben, die kennt jeder, sei auch blind. Wir sind furchtlose Fußball-Titanen, wir sind geborene Gewinner, weil wir Fußball-Spinner sind. Gegner, sieh uns an, höre unseren Gesang, lange wird's nicht gehen, dann vergeht euch Hören und Sehen. Yeah! Wir haben eine Fahne in den Farben, die kennt jeder, sei auch blind. Wir sind furchtlose Fußball-Titanen. Wir sind geborene Gewinner, weil wir Fußball-Spinner. Siehst du, Karl, da ist es jetzt auch nicht um einen Verein gegangen, sondern um Fußball schlechthin. Ja, aber also du, wenn du dein Papagei-Outfit an der Novelle angucken musst, dann krieg ich einen Vogel. Du verstehst nichts, weil dir jegliche Fantasie abgeht. Eine solche Fantasie will ich gar nicht, hein? Also, der Mann, der keine Vorstellungskraft hat, der hat keine Flügel. Und der, wo das gesagt hat, war der Muhammad Ali. Weißt du wenigstens, wer das ist? Ja, bloß weil ich nicht so verrückt bin wie du, heißt es so lange nicht, dass ich blöd bin. Ja, aber jetzt wäre halt die Frage, wo ist die Grenze zwischen blöd und verrückt, gell? Mein Gott, Gott sei Dank, da sag's halt, was das auf sich hat mit deinem Himmel. Nicht? Aber kurz, gell, keine philosophische Exkurse. Inklusion. Was? Inklusion. Hast du schon mal was von Inklusion gehört? Ja, freilich, so was hat man halt. So was hat man hier, Blödsinn. Das ist die bedeutendste Frage in Europa überhaupt. Also. Ja. Ah, dann frage ich mich aber, was hast du da damit zu tun? Ja. Beziehungsweise dein komisches Outfit an, ne? Ich drück da damit die Identifikation, also zur Idee des Zusammengehörigkeitsgefühls in Europa aus. Ne? Ja. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, ja, ja. Und die Fußballbepper da? Ja, die brauche ich ja. Ne? Also, weil sich mit Fußball, da lässt sich, also ich hänge am Gedanken des, also der Fußball ist für mich der Nagel, an dem ich den europäischen Gedanken aufhänge. Oh, oh. Ja. Ich will nicht glauben, davon rennst du nicht etwas. Jetzt überleg doch mal, Kalle. Damals, wo der Bobele, also der Boris Becker, wo der damals in Wimbledon gewonnen hat, das hat doch die ganze Nation zusammengebracht, nicht? Ja, und fast jeder Zweite hat dann angefangen, Tennis zu spielen. Ja, ja, schon, aber wo dann in der Bäse kann man mit seinen Bobeln, nicht? Da hat ja deswegen nicht die ganze Nation in der Bäse kann man. Kalle, begreif doch, Sport. Sport bringt die Menschen generell dichter zusammen. Ja, in der Bäse kann man aus Platz gründen. Karl, du bist ja ignorant. Naja. Ich weiß ja, was du sagen willst. Ich weiß auch, dass es gut ist. Aber weißt du, dein Hemd dahinter, das ist einfach zu kurz für ein europaweites Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja klar, für ein Europa vom Atlantik bis zum Ural müsste dann schon ein Hemd deiner Größe haben. Jetzt hör aber auf, gell? Mach, dass du auf die Bühne kommst und davor aufkurbelst für unseren nächsten Gast. Ach so was. Ich werde nicht verstanden. Das ist doch einfach dumm. Drum drehe ich meine Kurbel jetzt schnell im Kreis herum. Vorauf für Anna Piekota! Hallo, meine lieben Damen und Herren. Ich bin heute fürs Herz zuständig. Ich habe Ihnen heute ein ganz berührendes, romantisches Liebeslied mitgebracht. Und dieses wunderschöne Liebeslied, das widme ich, wie heißt du?
Dieses wunderschöne romantische Liebeslied widme ich Mark aus der ersten Reihe. Du wohnst seit Jahren nebenan, seitdem bist du der Mann, den ich liebe. Hallo. Ich weiß, das kommt jetzt sehr spontan. Vielleicht klingt es auch profan. Doch ich sag's dir jetzt, weil ich schon viel zu lange vor mir her schieb. Ich liebe dich. Wow, wow. Denn du lädst mich zu dir ein, weil du es weißt. Ich bin nicht gern allein, sagst du oft, hey, ich koche, komm vorbei. Und egal welches Gericht, es ist immer ein Gedicht. Schon jetzt esse ich für zwei. Du bist der Mann für mich. Denn dein Huhn mit Likör und Zimt macht schwärmerisch. Ja, mit dir kann ich Träume leben. Denn ob Lamm oder Rind, bei dir geht nichts daneben. Jetzt ist es raus, Mark Maus. Er antwortet, Mensch, das überrascht mich jetzt doch sehr und es fällt mir ganz schön schwer, was zu sagen. Vielleicht versuche ich's erst mal so. Ich bin ehrlich richtig froh, dass wir Freunde sind und geht es dir nicht gut, kann ich es selbst nur schwer ertragen, doch ich weiß nicht so genau. Denn bei dir sieht's immer aus wie Sau. Ich mein, ist das nicht seltsam für eine Frau? Und so schlecht wie du kocht echt kein Schwein. Selbst nach deinem Rucola-Salat muss ich immer lang ins Bad. Nur deshalb lad ich dich ein. Ich bin zwar der Mann für dich, doch dass du auch die Frau bist, das zweifel ich, denn mit dir kann noch keiner leben. Und egal, was du kochst, ich muss mich übergeben. Sie sagt, boah, das war gemein. Gemein, verletzend, würdelos in solch einer Situation. Ich meine, Arschloch! Er sagt, jo. Schätzle, aber was willst du auch machen, ne?
Irgendwie willst du das auch nicht verstehen, hm? Kann das sein? Sie sagt, ja, okay, das kann sein. Das liegt aber einzig und allein daran, dass ich weiß, dass du einer von den Menschen bist, die man meistens zu ihrem Glück einfach nur zwingen muss. Ich werde dich zwingen, mich zu lieben. Er sagt, Mensch, was redest du denn da für einen Schwachsinn, hm? Sie sagt, das ist kein Schwachsinn. Das ist Liebe. Du bist doch der Mann für mich. Und wenn du mich nicht liebst, bring ich mich um für dich. Ohne dich kann ich doch nicht leben. Also liebe mich jetzt. Liebe mich jetzt. Also liebe mich jetzt. Verdammt nochmal, jetzt lieb mich. Sonst werde ich mir die Kugel geben. Ich mach das. Ich bin nicht verrückt. Nein. Ich bin nur verrückt nach dir. Mark! Wow. Ach, Anna, wirst du doch nicht he machen will. Wegen Ulm macht man sich nicht he. Sag mir, das da, gibt es einen neuen Europäer oder eine Europäerin? Kleinen neuen Mark. Ein Mark? Na, das war ein Scherz. Aber ja, na, das muss man jetzt noch klarstellen. Aber ja, wäre ja schön gewesen. Ja, der Mark. Ja, gut, jetzt zeigt mir, hat man ja mittlerweile Euro und kein Mark mehr. Aber. Anna. Ja, danke schön. Anna. Prost. Wunderbar. Wir freuen uns, dass du da bist. Gell? Du freust dich? Ja, ich habe mich auch ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ja, gell? Ja. Oh. Ich habe auch keine Kunst. Aber nicht, dass ich habe eine Freundin in Hüvelsheim und die ist auch was Besonderes, denn wir sind nicht verwandt. Und das ist auch schon mal was. Seid ihr weiter, liebe Leute. Zeit ist wieder rum. Ja, und somit Zeit für mein Schlusspoem. Oh, wenn es unbedingt sein muss. Wie könnten wir die Welt gestalten? Täten wir zusammenhalten. Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Da trinken wir jetzt einen drauf. Deine Fußballwelt ist noch nicht rund. Leg mich am Arsch. Und bleibe gesund. Jetzt ist aus ja ein Jetzt zusammen für die nächste Feind.